So Leute, pass auf, jetzt wird sich wieder gewogen. Und ja, ich weiß, gestern hat man mein Penis in der Spiegelung gesehen, das könnte passiert sein. Aber ja, manche sagen es so, manche sagen es so. Ich werde mich jetzt erstmal wiegen einmal. Gestern, wie gesagt, 86,3 Kilo. Ich hatte aber was getrunken, aber jetzt nicht hier 2 Liter runtergeballert, sondern einfach ein bisschen was getrunken. Jetzt Boxershorts an. Bam. Habt ihr gesehen? Kurz einmal Schnauze. Das ist, es wird smoothie hier gemacht, ihr habt gesehen. Versicherungsvertreterin übrigens. A-Ware. Was soll ich sagen? Smoothie, ihr habt gesehen. Taktik läuft, 2 Kilo abgenommen, 2 Kilo Ass rein. Mal gucken, was die Zeit bringt, aber ein bisschen Flüssigkeit. Ersten Tag kann man immer nicht genau sehen, also Folgetage sind die, die zählen. Jetzt wird mal wieder durchgeballert. Guckt euch das an. Oh, traumhaft. Schön Rückenprogramm. Bauch noch dazu am Anfang. Oh, so lässt das knallt richtig. Richtig warm die Sonne gerade. Schön. Einfach zu heftiger Tag heute. Normalerweise höre ich immer Mucke in letzter Zeit. Aber ich habe jetzt einfach mal draußen gelassen. Schön Vögelchen zwitschern hören. Natur. Irgendwie geiles Feeling. Ihr kennt das. So dieses Frühlingsfeeling irgendwie. Löst ja auch immer Gefühle aus. Ich werde heute noch ein YouTube-Video machen. Morgen werde ich auch ein Video abdrehen. Das ist aber Überraschung. Freitag kommt nochmal ein Jamie Oliver-Ding. Weil das letzte habe ich tatsächlich gelöscht, weil es mir nicht gefallen hat. Ja, diesmal habe ich mir 2 hübsche Mädels eingeladen. Mit denen werde ich zusammen kochen. Das wird auf jeden Fall ja, Hammer. Und Samstag drehe ich auch noch was. Also nur Programm, was Dreh angeht. Ja, lasst euch überraschen. Kommen auf jeden Fall geile Sachen bei raus, bin ich mir sicher. Ich zeige euch jetzt einen meiner Lieblingsplätze auf der ganzen Welt, ohne Scheiß. Man muss, finde ich, natürlich Urlaub schön und gut, ist geil, aber man muss nicht immer in Urlaub fahren und tausende Kilometer reisen. Manchmal sind die geilsten Plätze genau vor der Haustür und das sollte man zu schätzen wissen. Hier chill ich so gerne, Leute. Auch gerne mal nachts so, was heißt nachts, so um 11 Uhr oder so, hocke ich mich hier hin auf die Mauer oder lehne mich eher gesagt an, chill ein bisschen. Das ist einfach nur, einfach schön. Du bist ein Spinner, Sascha. Ja, wir haben hier eben beim Bonhoeffer-Haus abgedreht. Ich sag nur, Schlägerei im Kirchenhaus. Nächstes YouTube-Video oder eins der nächsten. Naja, nicht besonders stolz sollte man drauf sein, aber ist so gewesen. Es ist gerade wie ein Jungfrau, Leute. Ich habe zum ersten Mal meine eigene Kamera in der Hand. Weil ja immer Sascha meine Videos macht, der gute Sascha. Ich habe sie zum ersten Mal in der Hand, weil ich jetzt was abfilme. Wir fahren jetzt nämlich zum Schauplatz, wo ja die Sache passiert ist. Wie jetzt jeden Abend zu meiner Mission abnehmen. Mein Fressen jetzt nochmal kurz heute Abend. Ich werde das aber alles nochmal in einer Story dann posten mit Bildern und Uhrzeiten, bla bla. Und guckt euch das mal an. Königer Frischkäse mit Wildlachs. Also abnehmen heißt nicht immer schmachten, sondern das ist trotzdem mehr als saftig. Mehr als saftig. Dazu gibt es Peaky Blinders, werde ich mir jetzt reinballern. Bam. Maybe we'll make a deal. Maybe together we can go somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make